Jo Leute, Swade am Start, was geht? Heute mal ein anderes Video und Alex ist wieder dabei, hallo? Servus. Ja, heute mal kein SV, sondern kurz nur Informationen zu dem Turnier, was jetzt am 2.1. anfängt. Die Uhrzeit, ich denke mal so 14, 15 Uhr so, fangen die Ersten an zu spielen, das wird dann auch gelivestreamt. Ich hoffe mal, da kommt nichts dazwischen und das geht dann alles und jetzt wollten wir noch kurz erklären, wo man das mitverfolgen kann und wo man die Begegnungen alles sehen kann und wer alles angenommen wurde und ja, die Regeln nochmal ganz kurz. So. Also, Alex guckt mir gerade auch zu. Wir haben hier auf, ich weiß gar nicht, wie das genau ausgesprochen wird, Chalonge oder so. Chalonge. Keine Ahnung. Da haben wir so ein Turnier angelegt. Hier sind die ganzen Teamnamen. Und ja, das sind halt schon die ausgelosten Begegnungen, die dann halt nach und nach wird das halt gespielt. Als erstes fangen wir mit dem hier an, mit der Begegnung an, dann kommt halt die zweite, dann kommt die dritte und so weiter, bis wir die alle durch haben. Und nebenbei könnt ihr hier auch voten für die noch. Also ich glaube, das müsste dann die, also das Voten müsste zu sein, wenn hier so ein Spiel fertig ist, glaube ich. Kenne mich nicht so genau aus, aber das müsste eigentlich so sein. Ja, man kann, also generell, es wird halt immer für dieses Game gewotet, ob jetzt halt zum Beispiel Easy Peasy Lemon Squeezy oder Mathfucker gewinnen wird und das ist dann halt einfach im nächsten Game dann, was weiß ich, zum Beispiel jetzt Easy Peasy Lemon Squeezy und die Easys, keine Ahnung, ja, und dann wird darüber abgestimmt, wer von den beiden gewinnen wird wahrscheinlich. Gewinnen könnt ihr da nichts, aber ihr könnt es einfach mal just for fun machen. Ja. Würde uns mal interessieren, wie ihr die so einschätzt, genau. So. Keine Ahnung, das bringt einfach gar nichts eigentlich. Das Voten könnt ihr jetzt auch schon machen, also könnt ihr euch fleißig voten. Ihr braucht halt nur einen Account hier, das ist aber, ich glaube, wir müssen nicht mehr eine E-Mail bestätigen, da weiß ich nicht genau. Aber genau. Selbst wenn, das geht ganz schnell. So, und das dann, wenn hier so ein Spiel gespielt wird, dann müssen wir halt als Admins hier, drücken wir hier drauf und dann müssen wir halt hier den Winner auswählen. Und dann machen wir hier Add a Set. Und dann schreiben wir hier das Ergebnis rein, also es kann dann halt entweder 2 zu 1 oder 2 zu 0 sein, ne? Das oder wird nach den Matches halt gezählt, genau. Diejenigen gewonnen haben. Also ich denke mal, wenn ein Team aufgibt, dann wird das wird dann 3 zu 0 stehen. Wenn ein Team gar nicht teilnimmt, dann schreiben wir ein 3 zu 0 rein oder sowas, damit man das erkennen kann. Ja, und dann ist halt hier einzelne Spalte, sind halt die Umfrageergebnisse dann. Und das sind dann halt die wirklichen Ergebnisse, beziehungsweise wie viele Matches die halt gewonnen haben. Ja. Ja, das war es auch schon hier zu dem. Und jetzt haben wir halt hier noch die ganzen Teammitglieder in den ganzen Teams. Ja, und das erste Team, Crack Monster, tritt gar nicht mehr so an, wie es ursprünglich mal registriert wurde, weil sie halt zu uns geschrieben haben, ja, jetzt können wir nochmal das Team ändern. Sie haben sich auch lustigerweise zweimal angemeldet. Mhm. Also ein paar ganz intelligente. Und waren beim zweiten Team dann schon ein paar Namen, die irgendwie jetzt dieser eine von denen wollte, die dann nochmal ins neue Team irgendwie sollten. Dann hat er uns anstatt die ganze Zeit, was war das irgendwie, irgendwas mit Gehe irgendwie so, könnt ihr euch mal auf der Side-Community den Chatverlauf durchlesen. Die haben da irgendeine Scheiße geschrieben. Sie werden uns übelst haten. Sie werden sich so viele Accounts erstellen und werden uns übel haten, weil sie jetzt auch voll trainiert haben und so. Und wir hätten ja nur Angst, dass wir ihnen die Caps schenken müssten. Weil sie ja sowieso das Team gewinnen wird. Das Turnier gewinnen wird. Also es sind ganz coole Leute gewesen, aber die können jetzt leider nicht teilnehmen, weil die ein bisschen was verkackt haben. Tritt jetzt ein anderes Team an, das hat jetzt noch denselben Teamnamen, weil wir es halt auf Chalonge schon eingetragen haben und auch schon gestartet haben, weil Paul es wollte. Ja, sorry, ich wollte wissen, wie das geht. Und deswegen mussten jetzt andere unter dem Namen halt spielen. Aber ist ganz cool, die sind auch mal bestimmt interessant. Muss man jetzt nicht noch zu viel über die erwarten, über die verraten. Aber ich denke, wer es weiß, weiß, warum ich das sage. So, ja. Alles klar, und dann haben wir noch so ein paar Regeln, damit keiner nachher am Rumflame ist hier, haben wir noch so aufgeschrieben, also auf so einer Grafik. Willst du es mal einfach vortragen? Ja, kann ich halt mal meinen Maul dann. Weil auch mir noch jemand eine Frage gestellt hat und so und ich ja nochmal mit Kumpels geredet habe, haben wir halt gedacht, das machen wir jetzt einfach nochmal als allgemeine Regeln. Als allererstes haben wir einfach mal Anweisungen und Entscheidungen der Moderatoren, ist Folge zu leisten. Das ist halt einfach so, dass wir quasi die Instanz sind, die einfach entscheidet, also dass jetzt nicht uns jemand kommen soll und dann was ist das und das steht nicht in den Regeln drin oder sonst was. Die Regeln sind einfach so ein bisschen ein Leitfaden
für das Grobe im Turnier. Wenn wir sagen, derjenige wird disqualifiziert aus dem und dem Grund, dann wird es akzeptiert und fertig. Oder wenn wir sagen, es wird, keine Ahnung, sollte es irgendeinen Fehler geben oder sonst irgendetwas und dann wird das Match wiederholt und was weiß ich, dann, wenn wir sagen, das Match wird wiederholt, dann wird es wiederholt und wenn es nicht wiederholt wird, dann wird auch weitergespielt. Also haltet euch da bitte an die Ansagen von uns. Wie wir das jetzt in-game regeln, weiß ich noch gar nicht, aber ihr könnt ja einfach den Stream währenddessen laufen lassen oder die im Stream die Box verfolgen oder so. Oder wir dann in-game jemanden anschreiben, jemanden, je nachdem, gucken wir dann einfach mal. Dann generell ist natürlich Hacking untersagt und es führt auch zu einer sofortigen Disqualifikation des gesamten Teams, zu einer sofortigen Disqualifikation des gesamten Teams. Das heißt, damit ist gemeint, alles Mögliche, was irgendwelche unfairen Vorteile verschafft, die nicht, sagen wir mal, wenn jemand S4-Tunnel benutzt, können wir es eh nicht nachweisen, keine Ahnung. Ja, aber wenn es dann doch irgendwie auffällt, dann ist es natürlich scheiße. Es ist eigentlich auch total... Und das ist unnötig, weil... Ja, genau. S4-Tunnel zu nutzen, aber... Auch wenn jemand zum Beispiel jetzt mit einer Supersonic-Krone ankommt, man weiß ja, wer so eine Supersonic-Krone gewonnen hat, wenn dann so ein Rookie damit ankommt, dann wissen wir, okay, das ist nicht normal und dann wird er auch disqualifiziert, also probiert gar nicht erst so eine Scheiße zu hacken. Das bringt eh nichts, also... Kauft euch einfach die Sachen aus dem Shop und fertig. Genau, wenn ihr joinen solltet und wir so etwas bemerken, auch wenn ihr es nur aus Spaß gemacht habt oder sonst was, ihr seid einfach disqualifiziert, fertig. Da gibt es dann auch keine großen Diskussionen mehr, dann ist das andere Team Sieger und fertig ist. Dann sind natürlich, das ist Waffenlimit PS Bad und es ist keine dritte Waffe erlaubt. Es nutzt zwar eh nichts bei S5 eine dritte Waffe drin zu haben, aber das ist eigentlich egal, es ist einfach keine dritte Waffe erlaubt. Es gelten bei dem Set und den Waffen die S5-Regeln. Das haben wir ja schon in einem Video erklärt. Genau, und die Infos müssen immer offen sein. Da steht jetzt nicht so nicht drin, aber das sage ich jetzt mal dazu. Die Infos müssen offen sein. Wenn die nicht aufgemacht werden, dann dürfen die nicht mitspielen, ganz einfach. Ja, und die Charakter dürfen... Es darf kein Charakter gewechselt werden in der Halbzeit, das ist auch noch wichtig. Ja, das ist halt auch noch bei den Anweisungen und Entscheidungen. Also, Paul hat jetzt eine Anweisung gestellt. dann war noch ein Thema, was ich auch noch sehr wichtig fand anzusprechen, Disconnects oder Ladebugs. Um es jetzt nochmal verständlich rüberzubringen, ich meine, das steht ja auch verständlich, aber sollte jetzt zum Beispiel Team A gegen Team B spielen und sagen wir mal, der erste Spieler von Team A kriegt einen Ladebug und sie haben einen Ersatzspieler. Und dann können wir gucken und sagen, okay, wenn jetzt das Gegnerteam sittet, es muss nicht gesittet werden, also sie könnten auch 3 vs 2 weiterspielen, dann könnte man sagen, dass wir einfach warten, bis der andere wieder da ist und dann joint er wieder rein, das Passwort kriegt er dann gesagt und dann kann der Gegner wieder spielen, also dann zittert er nicht mehr. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr direkt sagt, okay, wir holen den Ersatzspieler rein, weil die anderen nicht sitten oder sonst irgendetwas, dann darf aber dieser Spieler, der disconnected, das heißt Teamerspieler 1 von Team A, darf dann nicht mehr joinen, sondern dann ist der Ersatzspieler für ihn dieses Spiels drinne. Für ihn in diesem Spiel drinne. Und der andere Spieler ist gesperrt und kann beim nächsten Spiel wieder mitspielen. Ja, aber ganz wichtig, ihr müsst nicht sitten, ja. Ihr könnt auch einfach 3 gegen 2 spielen, dann müssen die halt gucken, wie die denn... Also ihr könnt dann entweder einen Ersatzspieler mit reinholen oder warten, bis der wieder reinkommt. Aber wenn der Ersatzspieler reingegangen ist in das Team, dann kann der andere, der halt einen Disconnect hatte, erst wieder nächstes Spiel mitspielen, so. Ja. Und sonst ist es halt... generell mit Beleidigung oder sonst was, das ist uns egal. Wenn euch jemand beleidigt in-game oder sonst irgendetwas, wenn ihr Report geil seid, dann screent es einfach und reportet ihn einfach. Ansonsten blockieren oder so und fertig. Blockieren, genau. Sollte uns jemand nerven im Stream, blocken wir ihn natürlich. Ja, und jetzt noch. Das war's eigentlich. Wir wollen das ja alles streamen. Das fängt dann bei mir auf dem Channel an, also am 2.1. wenn das dann anfängt, fange ich an zu streamen. Das werde ich dann auch überall wieder bekannt geben und so. Und dann wird der nächste Stream dann, also am nächsten Spieltag nenne ich es mal, wird dann wahrscheinlich bei Alex sein. Und ich packe dann einfach mal die beiden Twitch-Links nochmal in die Beschreibung. Könnt ihr dann schon mal auf Folgen drücken, damit das nicht verpasst und so. Ja, und ich glaube, das war alles, was wir dazu sagen wollten, ne? Ja, dann wünschen wir auch von unserer Seite einfach nochmal allen viel Erfolg und viel Spaß
Und wir finden es eigentlich geil, dass sich jetzt doch noch so viele angemeldet haben, dass da wirklich noch 16 Teams zustande gekommen sind. Hm. Auch geil, dass wir jetzt noch dieses Team ersetzen konnten, so kurzzeitig. Ja, das war's eigentlich von uns soweit. Und dann sehen wir uns am 2. Ja, hoffen wir mal, dass alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Yeah. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.